Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet auf meinem Kanal. Willkommen bei PS-Werkstatt. Ja, was mache ich heute? Was ganz Ungeplantes, weil der Rasenmäher, den hat es zerrissen, würde ich fast sagen. Nee, den hat es nicht zerrissen, aber da ist bei mir an der Höhenverstellung, da ist so ein Metallbügel, der ist gebrochen gewesen. Und jetzt bin ich froh, dass ich jemanden gefunden habe, der mir das geschweißt hat, weil Schweißgerät habe ich nicht. Das ist ja eine Holzwerkstatt, ne? Das ist mit Schweißen eh nicht so dolle, wenn dann eh nur draußen. Aber in dem Zuge hat sich halt rausgestellt, dass noch was anderes fehlerhaft oder defekt oder ist weg. Da kommt so eine kleine Metallspange dran, die die Achse im Gehäuse hält, links und rechts. Und die linke Achse, die linke Spange ist weg. Keine Ahnung. Beim Verkäufer habe ich schon, mit dem Verkäufer habe ich schon Kontakt aufgenommen. Der hat keine Ersatzteile mehr. Super klasse. Jetzt habe ich gerade im Baumarkt, habe mir ein Stück ganz normales hier Edelstahlblech geholt, das ist zwar schon gelocht, aber ist auch wurscht. Habe ich gerade auf Länge abgesägt und da kommen noch ein paar Löcher rein und so eine kleine Außenklinkung, die macht mit der Flex da rein. Dann hoffe ich, dass wir da gleich noch das Ding ans Laufen kriegen, denn ich will Rasen mähen. Wetter ist noch schön und ich will morgen endlich mal wieder was in der Werkstatt tun. Also drückt mir die Daumen, dass das klappt. So, da sind wir. Also, Rasen ist gemäht. Ich bin natürlich froh, dass ich auch nur ja, wenig Aufwand investieren musste, sowohl zeitlich als auch finanziell, um den jetzt wieder ans Laufen zu bringen. Also da bin ich schon echt happy. Aber dann können wir jetzt endlich mit dem Projekt anfangen, was ich mir vorgestellt habe. Was habe ich vor heute? Ihr habt ja sicher mitgekriegt, dass ich hier in den letzten Wochen und Monaten etliche Kisten von meiner Frau stehen hatte. Mit unterschiedlichen Utensilien, Bilder, Leinwände, Künstlermaterial. Alles die Dinge, die ja so ein bisschen aus dem Keller mit auch raus mussten. Und das wird jetzt sukzessive weniger, weil wir natürlich unten wieder mehr Platz bekommen. Und da gab es die Überlegung, dass wir für verschiedene Bilder oder unterschiedliche Bildgrößen hier so Ständer haben, wo man so in Bildern blättern kann. Das kennt ihr alles so aus dem Markt, wo es Wohnaccessoires gibt. Das nennt sich Bilderkrippe. Da kann man halt ein paar Bilder reinstellen, da kann man dann blättern. Da auch so Postershops oder so, die haben das auch. Da möchte ich mich heute mal dran geben. Ich habe auch ein bisschen Material gekauft. Man soll es nicht glauben. In der heutigen Zeit wird eigentlich fast unbezahlbar. Aber das muss an der Stelle sein. Ja, da wollte ich mich mit beschäftigen. Allerdings, ursprünglich hatte ich eine andere Sache geplant. Und zwar, ich bin noch dabei, unten im Keller an allen Ablaufstellen, also da, wo Abwasser eingeleitet wird, hier so kleine so Rückstausicherungen einzusetzen. Das soll auf jeden Fall mal für das Erste sein, bis wir irgendwann mal draußen eine große Rückstausicherung vorm Haus montiert haben. Da stellt sich ja immer noch die Frage, wo und wie kriegen wir da einen Schacht hin? Da gibt es hier solche Elemente, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die werden im Grunde an den Sifferungen gesetzt. Der wird an der Wand verankert, dass er durch den möglichen Wasserdruck nicht aus der Wand gedrückt wird. Und hier oben ist so eine doppelte Rückstauklappe drin. Die kann man auch mit so einer Notverriegelung auch zumachen. Und das soll zumindest erstmal dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr Sicherheit im Leitungsnetz haben. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Bilderkrippe, denn ich habe auch mal wieder Lust, was in der Werkstatt zu machen. Ich komme sonst einfach auch nicht dazu. Draußen im Garten ist halt auch vieles zu machen. Durch die hohen Niederschläge haben wir unheimliches Wachstum in den Sträuchern, Blumen, Wiese, überall. Ich könnte eigentlich auch viel mehr Zeit draußen verbringen mit Rückschnitt und so einem Kram. Kennt ihr sicher auch alles. Aber man muss sich das ein bisschen einteilen und deswegen ist heute mal wieder Werkstatt dran und seid dabei. Eigentlich eine ganz simple Sache. Wir werden hier zwei Träger haben, die auf dem Boden, auf dem Tisch stehen oder was weiß ich wo. Und die werde ich hier und hier in einem noch zu definierenden Winkel ausklinken, damit ich hier eine Platte reinsetzen kann und hier. Die wird jeweils 400 mm hoch als auch 400 mm tief sein. So. Als erstes würde ich mal sagen,
Ich schneide mir die mal in Länge, damit ich da so ein bisschen Gefühl für habe, wie lang das sein muss, wie hoch das sein muss. Dann tasten wir uns mal langsam ran. Also ich möchte jetzt als erstes die mir zur Verfügung stehende Platte, das ist eine Buche Leimholzplatte, mittig aufteilen. Die ist 8 mm lang, also ein bisschen länger, 810. Und dann kriege ich also super zwei Stücke a 400 mm hin. Jo, das war natürlich eben wieder eine super freudsche Fehlleistung von mir, denn die Seitenwangen sind nicht 400 hoch und 400 tief, sondern nur 300. Vielmehr sind die Keilrahmen, die Bilder, die da reinkommen, die sind 400, also die stehen über. Das war geplant und das ist auch gewollt. Jetzt müssen wir mal schauen, in welchem Abstand und in welchem Winkel wir die Wangen jetzt hier aufstellen. Ich könnte mir vorstellen, so sieht das schon relativ gut aus. Wenn ich jetzt den Abstand hier habe, dann müssten wir hier unten die Hölzer so, was sag mal, gefühlt, damit das Ganze auch stabil stehen bleibt. 30, 35, 40. Man kann die auch 40. Machen wir die 40 lang. Also nur 400 mm lang. Ich habe jetzt hier mal noch eine Restleiste aus verleimter Buche. Da würde ich die Stege auch gerne draus schneiden. Und den Winkel ermittle ich jetzt ganz einfach, indem ich hier ein Winkelmesser anlege. Nur wie eine Schmiege halten, nur ein digitaler. Da können wir mal schauen, wie das aussieht. So, wir haben jetzt in dem Fall hier 105,8, 105,7. Aber im Grunde von der Kante hier, das heißt von der senkrechten, sind das 15 Grad. Also wir haben hier einen Winkel von 15 Grad zur senkrechten. Damit das Ganze auch schön griffig und geschmeidig und auch haptisch ansprechend wird, machen wir natürlich auch wieder eine kleine Faser hier dran mit einem Bündigfräser. Den habe ich schon eingespannt hier. Fahre ich gerade noch die Kanten ab. Alles hier geschnitten und auch schön angefasst. Das ist soweit in Ordnung. Jetzt habe ich natürlich die Problematik, wie mache ich die Ausklinkung hier rein? Also ich muss ja hier an den unteren die Ausklinkung um 15 Grad neigen. Und bei den Seitenwangen mache ich die ja gerade rein. Das ist sicher kein Problem. Ich hatte erst überlegt, machst du das an der Oberfräse. Dafür kommt mir der Fräser aber meines Wissens nach nicht weit genug raus. Ich kann das auch mit der Kreissäge ausklinken. Das ist kein Problem. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich hier diese 15 Grad Neigung rein? Ich muss mir wahrscheinlich ein Hilfsholz sägen, was ich hier als Unterstützung nehme und damit ich hier dann sauber reinschneiden kann. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, es darf natürlich auch nicht breiter sein, als die Hölzer dick sind. Da muss ich mir irgendwie was einfallen lassen, vielleicht mit einer Form von Anschlägen. Und ich würde einfach mal sagen, ich gehe mal rüber, richte mir mal die Säge ein und ihr seht ja dann gleich, wie ich es machen werde. Also ich werde es jetzt so machen, ich habe jetzt den Anschlag des Schiebeschlittens auf 270 mm eingestellt. Und zwar bezogen auf die Außenkante des Schnittes, also die Außenkante des Sägeblattes, dann verbleiben mir 30 mm bis zum Materialende. Die Höhe des Sägeblattes habe ich auf 20 mm eingestellt hier, mit Hilfe der Messvorrichtung hier. Da komme ich auf 19,8 ist das, 20 mm. Und dann machen wir jetzt mal einen Schnitt. Und wenn der von der Tiefe und der Position passt,
können wir ja durch Umschlagen des Werkstückes schon mal alle Ecken damit einschneiden und dann spannen wir entsprechend um. Und wenn die alle gemacht sind, dann setze ich den Anschlag um, sodass wir halt den zweiten Parallelschnitt setzen müssen, der halt für die Breite der Nut verantwortlich ist. So, und wenn das passt, können wir den Rest nachher dann zwischen ganz einfach aussägen. Ja Leute, ich könnte mich ja schon wieder tierisch aufregen. Super teures Holz geholt im Baumarkt. Klar, es ist zurzeit teurer, aber dann erwarte ich aber auch wirklich einwandfreies Material. Und hier haben die doch tatsächlich wieder hier gespachtelt. Hier ist eine Kante drin. Da könnte ich mich so drüber ärgern. Da war die das Beschriftungspapier drin. Unter der Folie konnte man nicht sehen. Das ist echt, echt ärgerlich. Normalerweise müsste ich das echt zurückbringen, aber jetzt ist es natürlich schon wieder zu spät. Nun ja, so, die beiden Schnitte sind jetzt drin und jetzt muss ich mir natürlich noch den Anschlag hier verstellen, aber nicht um die Dicke des Materials, also 18 mm, weil ich muss ja den Sägeschnitt abziehen, also die Dicke des Sägeblattes. Das Sägeblatt ist 2,8 mm, das soll 18 breit sein, also komme ich auf 15,2 mm. Das ist das Maß, was ich den Anschlag verstellen muss. Fangen wir mal ein bisschen vorsichtiger an, machen wir mal nicht 15,2, machen wir mal 15. Ich habe hier noch ein altes Stück Multiplex, das ist 15 dick, also nicht 15,2. Das stelle ich mir einfach jetzt dahinter, versetze den Anschlag und dann machen wir den zweiten Schnitt. So sieht das aus. Jetzt können wir natürlich mit dem Messschieber rangehen. Aber genauer wäre es natürlich, wenn ich jetzt gleich erstmal die ausklinken würde. Das sieht schon sehr gut aus. Das Ausklinken der schräg angesetzten Nut habe ich mir jetzt folgendermaßen überlegt. Und zwar habe ich mir erstmal die 15 Grad hier mit einem Winkel oder dem Winkelmesser von eben hier übertragen. Jetzt habe ich es so gemacht, dass ich hier einen Anschlag eingesetzt habe, wo ich das die Leiste gegenschlagen kann. Hier hinten habe ich auch noch ein Holz als Anschlag. Das habe ich jetzt schon so justiert von der Position, weil je nachdem, wie ich die Position verschiebe, kommt das ja rauf oder runter. Ich habe jetzt hier einen Winkel angestellt. Und wenn ich mit diesem 90-Grad-Winkel hier die Linie deckungsgleich habe, habe ich ja meine 15 Grad hier. Also, das ist genau das, was wir brauchen. Damit sollte das auch kein Problem sein. Jetzt war meine Idee eigentlich, ich wollte das hier mit einem Stechbeitel rausnehmen. Jetzt allerdings habe ich nur einen und der ist ein bisschen breiter wie die hier zu erstellende Nut. Kann ich also vergessen. Was mache ich? Ich muss mich wieder behelfen und nehme heute mal wieder meine Laubsäge zur Hand. Ich könnte natürlich jetzt auch so ein bisschen versuchen, das jetzt hier Stück für Stück mit der Bandsäge einzusägen, aber ich glaube, das ist die Mühe nicht wert. Kann ich auch gerade von Hand aussägen. Versucht man das mal testweise aufzubauen, das Ganze. Die erste Anprobe hat jetzt gepasst. Was bleibt mir zu sagen? Wir verleimen das jetzt. Dann hat das nötige Stabilität. Auf Schrauben möchte ich auch hier wieder gänzlich verzichten. Und ich überlege mal, ein bisschen Leinöl drüber tun. Ist vielleicht noch ein bisschen schöner von der Anmutung, weil ihr wisst ja, wie sehr ich das mag. Aber verleimen wir das gerade erstmal. Dann muss das ja jetzt ineinander passen, ne? Hoffe ich doch mal. Dann setzen wir mal gerade drauf hier.
Jetzt sitzt er, jetzt sitzt er so drin, genau. Ein bisschen das Leim weg. An den Stellen, wo man sieht. Dann spendieren wir dem Ganzen mal ein bisschen Leinöl, wie schon besprochen. Ich finde es eigentlich immer wieder sehr, sehr schön, das so abschließend zu benutzen. Der Geruch ist auch einfach unbeschreiblich. Das macht echt Laune. Ja, und vor allen Dingen hier eine sinnvolle Kleinigkeit gebaut. Mal sehen, was meine Frau gleich dazu sagt. So, jetzt kann man hier super gut Bilder reinstellen. Und kann auch, wenn man möchte, drin blättern. Ja, liebe Leute, wieder ein kleines Projekt fertig. Natürlich nichts Wildes, außer vielleicht die Sache mit der 15-Grad-Schräge. Das ist ein bisschen was Anspruchsvolleres. Und da das halt nur gesteckt und geklebt ist und nicht irgendwie verschraubt oder genagelt oder sonst was. Vor allen Dingen meine Frau ist happy. Was will ich mehr? Dann war das schon voller Erfolg. Wem es gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.